Heute sehen wir uns die brandneuen Züge des Typs Mireo von Siemens an, die im zukünftigen Regionalverkehr der Deutschen Bahn eine große Rolle spielen werden. Das erste Netz, in dem diese neuen Züge eingesetzt werden, ist das Rheintal, in dem bereits einige Mireos zwischen Offenburg und Basel bzw. Neuenburg unterwegs sind. Die Fahrzeuge sind zwei- bis dreiteilig und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, wobei auch eine 200 km/h schnelle Variante lieferbar ist. Alle Züge sollen Fahrradstellplätze bieten, wobei die Anzahl dieser je nach Einsatzregion variieren wird. Zum Interieur macht ihr euch am besten selbst ein Bild. Wie die meisten modernen Triebzüge zeichnet sich auch der Mireo durch eine starke Beschleunigung aus, die es ihm erlaubt, die eine oder andere Minute Verspätung aufzuholen oder allgemein etwas kürzere Fahrzeiten ermöglicht. Diese kurzen, starken Beschleunigungsmanöver können aber durchaus etwas überraschend sein und man wird dadurch wirklich etwas in den Sitz gedrückt. Davon abgesehen bietet der Mireo aber ein komfortables Fahrgefühl, ist recht leise und die Sitze sind meiner Meinung nach auch durchaus akzeptabel. Interessant ist auch, dass der Mireo gemeinsam mit Zügen des Typs D0 HC verkehren kann, was für die Verkehrsunternehmen mehr Flexibilität bedeutet. Zum D0 HC wird auf diesem Kanal in Kürze ebenfalls ein Video folgen. Die zukünftigen Einsatzgebiete des Mireo sind neben dem Netz Rheintal die S-Bahn Rhein-Neckar, die Mittelrheinbahn, die Augsburger Netze
Das Ortenau-Netz, in dem eine Variante mit Batterie und Oberleitungsbetrieb zum Einsatz kommen soll, und das Netz Karlsruhe sowie das Netz Lausitz. Das war's von mir für diese Woche. Passt gut auf euch und andere auf und bis nächste Woche.